Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rogue Legacy 2. Heute einer kurzen Folge. Wir gucken uns heute noch nicht die neuen Herausforderungen an. Ich habe noch nicht genügend Empathie freigeschaltet. Heute machen wir ganz kurz was. Ein, zwei Neuerungen, die mir noch aufgefallen sind. Und dann werde ich auch wirklich nie wieder drauf eingehen, was ich so zuletzt hochgeskillt habe, weil ich denke, das hat sich dann jetzt so langsam erledigt, das Thema. Und zwar, jo, was habe ich gelevelt? Also im heutigen Part schauen wir uns alle Runen an und werden auch diesen Erfolg hoffentlich freischalten. In der letzten Folge habe ich also den Revolver-Held-Run NG plus 4 oder was es war, habe ich abgeschlossen, eigentlich ohne Probleme. Habe Revolver-Held 7 mal hochgelevelt, Duelland einmal hochgelevelt. Habe jetzt im Skillbaum einmal XP hochleveln können, 13 mal Runengewicht, 2 mal Damage. Dann habe ich zwei Runen noch aufgelevelt, einmal den Seelendieb auf 6 und den Volltrefferschaden auf 7, zeige ich gleich noch. Und im Seelenshop habe ich das Klassenmaximallevel um einen Level erhöht. Jo, deswegen kann ich jetzt zum Beispiel Astromant und so weiter nochmal leveln. Jo, so viel dazu. Ich behalte jetzt hier mein Gold. Ich bin jetzt insgesamt Level 808 hier unten im Skillbaum hier. Gut, alles klar. Könnte auch sein, dass man den noch komplett ausskillen muss oder bis zu einer gewissen Grenze ausskillen muss. Ich denke mal, man muss hier auch noch jedes Gespräch führen. Das ist wahrscheinlich noch wichtig, jo, weil es da gewisse Vorzüge wahrscheinlich noch gibt. Manchmal kriegt man da auch was geschenkt. Ja, und dann ist Offcam noch das passiert hier, Goldgewinn, also hier Goldrausch, Brustpanzer, die Einheitsstufe 100 ist halt hier plus 50% Goldgewinn. Ja, ist ganz nett, aber man wird auch langsamer, muss ich sagen. Jetzt hier auf NG plus 7 Niveau bin ich ein bisschen langsamer. Ja, und wie gesagt, hier bei den Runen konnte ich jetzt Rune der Gewalt hier so krass hochleveln. Ja. Und da kann ich jetzt noch mehr Volltrefferschaden machen. Ist mir jetzt persönlich gar nicht so krass aufgefallen, weil wie gesagt durch meine Ausrüstungsänderung da hier mit, ich setze jetzt hier auf Goldgewinn und so, bin ich natürlich auch ein bisschen schwächer geworden. Ja, und dadurch, mache ich auch ein bisschen weniger Schaden und da habe ich hier den Volltrefferschaden nochmal hoch und das hält sich dann so die Waage. Ja, was gibt's alles für Runen? Ich gehe mal davon aus, dass wir alle gefunden haben. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also hier Vampirismus-Rune, super wichtig. Also zweimal praktisch eine Lebensgewinn-Rune, die man im Spiel finden kann, die nur unterschiedlich skaliert mit Intelligenz oder Stärke. Dann Rune der Schärfe plus Volltrefferchance. Ist natürlich geil, dass wir jetzt auf unserem Niveau die Rune der Schärfe hier noch zweimal finden können. Wenn das natürlich jetzt hier plus 7 Maximum ist, ne? Das ist natürlich geil. Dann haben wir hier die Magie-Volltrefferchance. Ja, die hole ich jetzt mal mit rein. Kauf die jetzt einmal. Ja, die man genauso wie halt die Rune der Schärfe. Also einmal Waffen-Volltrefferchance und dann Magie-Volltrefferchance. Dann haben wir hier Waffen-Volltrefferschaden, den man richtig hochsetzen kann. Ja, ich gehe dann doch mal davon aus, dass dann hier die Runen bis 10 gehen, ne? Denke ich mal, dass 10 dann Maximum ist. Also 9 oder 10 wird wohl das absolute Maximum sein, wenn man im Seelenshop den letzten Skill freigeschaltet hat. Vorher geht es ja nur bis 4, glaube ich. Ja, dann hier Rune der Elder, die Waffen-Volltreffer, den Magie-Volltreffer-Schaden, den man dann nochmal hochsetzen kann. Jo, habe ich jetzt mal gekauft. Ah, da kommt immer diese Meldung, ja, ist okay. Wobei ich sie jetzt gerne mal anziehen würde. Deswegen ziehe ich das jetzt mal hier aus, um das anzuziehen, um den Erfolg dann eventuell gleich freizuschalten. Hoffe ich, dass das uns gelingt. Dann haben wir hier Rune des Glückspilz. Das muss ich dringend mal reinmachen, weil diese normale Crit-Chance, die man hat, wird ja dann halbiert. Also zum Beispiel, ich laufe jetzt, glaube ich, mit 40% Crit-Chance rum und da wird die halbiert auf 20% mit der Super-Volltreffer-Chance. Und das kann ich natürlich hier massiv hochsetzen. Macht also absolut Sinn, das zu tun. Ist auch, jo, schweineteuer, wie ich gerade sehe. Und da geht meine Folge kaputt. Kann ich noch alles kaufen? Ich hoffe doch. Oh Gott, das wird ja was. Das wird eine knappe Geschichte, glaube ich. Ja, könnte eventuell, ja, mal gucken. Wenn nicht, müssen wir noch kurz was holen oder wie auch immer. So, wo waren wir jetzt? Hier, Rune Schärfe, bla, jo, hier, die war, glaube ich, jetzt arschteuer, genau. Da merkt man ja schon dran, wie stark die eigentlich ist, ne?
Dann hier Rune der Risikofreudigkeit, das super Zusatz super Volltreffer Schaden. Jo, ist auch in Ordnung, klar. Dann hier Rune der Absorption, also der super Volltreffer Schaden wird dann noch höher, der Crit des Crits sozusagen. Dann Rune der Absorption, Mana Regeneration, sicherlich auch nicht schlecht für das ein oder andere Bild, werden wir auch mal kaufen. Rune der Kapazität, also Mana Generation macht man ja, oder Regeneration macht man ja pro Hit. Dann haben wir hier, aber ihr seht's ja, ich habe viele Sachen nicht genutzt und so, bin da eher spezialmäßig dran gegangen. Also habe mich eher spezialisiert, statt Allround-mäßig da alles gelevelt. Aber man kann beides machen. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Auch hier Mana-Kapazität mitzunehmen oder sowas. Warum nicht? Weil auch wenn man auf physischen Schaden spielt, wie ich das getan habe, kann man dann zum Beispiel hingehen und kann dann solche Schutzeffekte noch nutzen oder sowas, dass Mana gewisse Schäden ablockt und so ein Kram, ne? Rune der Verlängerung, also generell will ich die Folge eigentlich nur machen, um den Erfolg freizuschalten und vielleicht Leute, die hier reinschauen und generell mal wissen wollen, was für Runen gibt es überhaupt im Spiel. Die können mir dann hier über die Schulter schauen. Auch der Status-Effekt-Dauer ist gar nicht so schlecht, ne? Denke ich mal, wenn man den hochlevelt. Wenn der später auch bei 10 ist, also 75% längere Zeit, ja, warum nicht? Wenn die länger brennen, länger vergiftet sind, das kann schon die Gegner ordentlich stressen, kann dann ein bisschen helfen. Rune der Akrobatik. Erhalte Mana, wenn du einen Gegner mit einem Sprung triffst, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ist bei meiner Spielweise eher wenig vorgesehen. Dann hier Rüstungsbonus, Rune des Eisens und Rune des Schutzes. Mega wichtig, die beiden Sachen. Vor allem hier die Absorptionsobergrenze ist halt mega nice. Umso höher, umso besser. Wenn das auch bis 10 geht, 40% noch zusätzlich zu den eh schon 35, die man, glaube ich, im Spiel generell haben kann, ist man dann bei 75%, wenn meine ganzen Rechnungen da jetzt stimmen. Und dann kann man noch die 10% Mana da, dass 10% des Schadens über Mana abgezogen werden und so weiter, kann man dann noch skillen. Ja, da kann man schon auch geile Defensiv-Builds spielen. Rune der Abschreckung hier, dass man über Mana-Tränke da irgendwie geheilt wird. Dann hier, dass der Schaden reflektiert wird, den man erhält. Auch das ist cool. In Verbindung mit Gegenheilung. Man fliegt einfach oder geht durch die Gegend, wird gehittet und heilt sich gleichzeitig wieder hoch, weil die Gegner tot umfallen. Rune der Anziehung. Nice to have, sag ich mal. Zieht man halt die ganzen Münzen da an und so, ne? Dann Rune des Goldes, Goldgewinn, mega nice. Könnte ich jetzt auch 70 haben, wäre natürlich auch nicht schlecht. Rune des Gesteins und Rune der Röte, also die drei Sachen sind natürlich wichtig, ne? Erzgewinn, Äthergewinn und Goldgewinn, massiv wichtig. Zusatzentschlossenheit auch nicht schlecht. Hätte ich müssen vielleicht schon öfter mal skillen, gar keine Frage. Rune der Eile, Bewegungstempo könnte bei unserem Astromant relativ wichtig noch sein. Ich kaufe das Ding jetzt mal. Oh, hatte ich schon, sehe ich gerade, bitter. Und dann haben wir noch hier Rune der Aerodynamik. Dass man halt in der Luft zusätzliche Luftsprints machen kann. Einen kann man eh, den zweiten habe ich jetzt hier geskillt. Jo, ist nice. Kostet relativ viel, wie man da gerade sieht. Und dann Rune der Sprungkraft, dass man mehrere Doppelsprünge kann. Kostet auch super viel. So, und da haben wir den Erfolg. Es sind alle Runen, ne? Mega nice, super geil, traumhaft. So, jetzt gucken wir mal gerade, wenn wir das gerade auch abgeschlossen haben. Ja, und dann kann man sich halt ein Bild daraus bauen, wie man das haben möchte. Hier gibt es, glaube ich, auch noch einen Erfolg, wenn alles einmal gekauft wurde. Das sollte ich ja so langsam auch mal haben, oder? Da könnte man das gerade auch noch machen. Was habe ich denn da nicht gekauft? Irgendwas habe ich anscheinend nicht gekauft. Echt nicht? Warum nicht? Wo? Ah, hier. Weißholzhelm. Dürfte der letzte sein, denke ich mal. Oder auch nicht. Vielleicht noch eine Waffe. Ah, hier. Weißholzwaffe. Genau. Da gibt es noch den Erfolg. Also da haben wir jetzt auch alles gebaut. Im Schmiedeschuppen. Wahnsinn. Traumhaft. Jo, also haben wir da alles gesehen, was es da so gibt. Ich kann ja kurz hier mal durchgehen auch nochmal.
mit den Waffen und also hier das ganze Equip. Wobei ich da nochmal eine extra Folge mache, wo ich dann hier die Einheitsstufen 100 Bonis dann zeige. Ich gehe es jetzt nur mal so durch für die Leute, die das vielleicht gerade bis zu dem Zeitpunkt hier interessiert. Manches habe ich halt schon freigeschaltet. Hier starke Multiplikator, mega nice. Goldgewinn bin ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich was anderes erwartet hier unten. Sowas wie doppelter Erz- und Äthergewinn, also plus 100% oder additiv am Schluss nochmal dazu oder sowas. Hätte ich jetzt vermutet. 50% Goldgewinn, ja, ist okay. Hier weiß ich es noch nicht. Jo. Da müssen wir noch gucken. Das muss ich jetzt noch freischalten. Da mache ich dann auch noch eine Folge. Genauso wie ich eine Folge mache aus dem Kram, was wir hier jetzt noch freigeschaltet haben. Hier mit den ganzen Herausforderungen. Die zwei Liebenden und so. Der Kram gibt es auch nochmal schönen Seelen. Und dann hier... Oh je, da müssen wir abhauen. Das ist ja meine große Stärke. Traumhaft. Was ist das? Nur Drachenpuppenspieler? Mhm. Da müssen wir irgendwie abhauen. Ja, super geil. Hatte ich nicht noch was freigeschaltet? Ah, und dann hier das noch. Ist auch zum Abhauen. Ach, du Scheiße. Also haben wir nur das hier zum Kämpfen. Traumhaft. Da freue ich mich ja schon kaputt. Bronzezeit 25 Sekunden. Ja gut, okay, da kann man es vielleicht irgendwie noch irgendwie auswendig lernen. Müssen wir mal gucken. Mache ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Heute haben wir dann uns mal so ein bisschen Runen und der Kram reingezogen. Also welche Runen gibt's? Gut, ich kann hier nochmal gerade drauf gehen. Was ich da vielleicht umstellen würde jetzt nochmal. Schärfe, Fokus würde ich jetzt mal rausnehmen. Spiele ich halt nicht drauf. Dafür lieber das hier dazu. Eldar, Magie, Volltreffer, Schaden hole ich auch raus. Ich hole es erstmal alles raus, was ich nicht brauche. Sagen wir es mal so. Hier Mana-Regeneration, Kapazität. Wie gesagt, ist nicht schlecht. Würde ich aber jetzt im Moment noch rausholen. Das auch. Mana-Gewinn hier beim Sprungtritt auch. Rune des Eisens, super wichtig. Würde ich halt komplett da reinnehmen, was geht. Jo, hier Mana-Tränke, dass die ein bisschen heilen. Ja, warum nicht? Schadensreflexion lassen wir so. Rune, kann ich da noch was dazu nehmen? Ne. Rune der Anziehung, jo, 4 ist angenehm. 5, 5, 5, ist klar. Rune der Entschlossenheit, jo, lassen wir jetzt mal so. Rune der Eile, Bewegungstempo, kann ich mal einmal dazu nehmen. Aerodynamik, Luftsprint, lassen wir so. Und Doppelsprünge lasse ich den normalen Doppelsprung. Jetzt habe ich noch ein bisschen was offen. Bisschen sehr viel offen, sehe ich gerade. Und dann kann ich zum Beispiel hier voll auf den Volltrefferschaden gehen. Zumindest mal teilweise. Traumhaft. Und vielleicht nochmal hier. Moment mal, hier die. Was war da? Super teuer. Das hier, ne? 30, okay, geht noch. Hey, warum? Achso, geht nicht. Gut, okay. Ja, so in der Art. Sowas in der Richtung würde ich machen. Und ja, jetzt gucke ich, dass ich noch ein bisschen Runengewicht dazu bekomme und sowas. Und dann läuft der Laden. Ja, mit dem Goldgewinn und so weiter ist natürlich jetzt nice. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr in den nächsten Folgen drauf eingehen. Jo, ich habe, also vielleicht ganz kurz, dass ich nur die Skillung zeige, aber was ich konkret geskillt habe, ich denke, das ist jetzt klar. Ich werde die Helden weiter hochleveln, Äther Erzgewinn weiter hochleveln, werde das dann jetzt immer, jo, eventuell manchmal eintauschen oder bald habe ich ja sämtliche Ausrüstung mehr oder minder freigeschaltet, sodass ich Erz und Äther nicht mehr so häufig brauche. Klar, schon noch ein bisschen, ist mir schon klar, aber ja, wie gesagt, nicht mehr so häufig. Das lasse ich mal gerade. Ja, und ja, dann geht's halt ab, sage ich mal. Ja, da werde ich einfach alles so ein bisschen hochleveln und dann werde ich es einfach nur noch zeigen. So und so ist jetzt der Stand und so viel Crit-Chance haben wir jetzt oder sowas. Vielleicht dann nochmal kurz drauf eingehen. Ein Bildbau, das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dass wir das machen. Mal gucken. So, aber genau genommen weiß ich das auch noch nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, das war doch, glaube ich, geil. Volltreffer-Chance, yay! Und da bin ich schon im Minus. Aber hab eine super krasse Volltreffer-Chance. Das ist doch mal nice hier. 37,5% plus 20%. Jo, kann man mal haben, oder? Also da dürften jetzt einige Crit-Chancen dabei sein. Und wenn ich jetzt diese Super-Volltreffer-Chance jetzt richtig oben hätte, würde ich jetzt auch sehr, sehr oft diesen Super-Volltreffer machen. Den hier, den Lila-Schaden da. Der wird dann halt öfter kommen. Der hier wieder da war. Jo. Der ist natürlich jetzt trotzdem immer noch recht häufig da.
weil der natürlich immer noch mit ein paar 20% oder was zu Buche schlägt. Das ist ja nicht wenig. Aber jo, man könnte es halt noch weiter nach oben auf die Spitze treiben. So, Astromant, mach was. Jo, jetzt gilt es halt, die Bosse zu killen, Ausrüstung oder Äther-Erz zu farmen, Gold noch ein bisschen zu farmen, alles Mögliche hochzubringen. Und da geht's ab. Jo, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, dann schauen wir uns auch noch die neuen Herausforderungen an, wo ich versuche vielleicht jetzt offcam noch so die ein oder andere Empathie noch zu finden. Das macht vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen leichter. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.